Hallo und willkommen, ich freue mich sehr, wieder hier dabei zu sein mit euch bei Uncharted 4. Hier auf meinem Kanal, bei Moogmods Mo, hier setzt gerade die coole Musik ein. Ich muss mich entschuldigen, letzte Folge, gestern gab es keine Folge. Da war ich zu sehr im Stress, da konnte ich keine neue Folge hochladen, deswegen tut es mir leid, falls für die Leute, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, was ich nicht ganz glaube, aber es tut mir auf jeden Fall leid. Ich habe eine Geburtstagsnachfeier gegeben, deswegen bittet mich, das zu verzeihen oder verzeiht mir das, denn ich hatte keine Zeit. Aber jetzt habe ich wieder Zeit und ich habe ein neues Mikro. Das wird jetzt ausgiebig getestet und wir waren schon beim letzten Mal hier und haben uns gefragt, was uns hinter der neuen nächsten Tür erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich muss selber erstmal kurz mich wieder in die Steuerung reinfinden. Okay, super. Rollen, springen, weiß nicht, nachladen war das eine und es geht weiter. Wow. Good Lord. Looks like we found the party. Looks like we're a little late. Hey, Nate. Check it out. It's another sigil. Sub and Bunny. Oh my god. What? It's them. Elena, these other pirate captains have founded Libertalia. What the hell happened here? Well, I'm no forensics expert, but I would say bad drinks? Apparently. So what was this? Some kind of wealthy pirate suicide cult? Yeah, not likely. Not these guys. On behalf of Lord Avery, I invite you to my manor at sundown tomorrow. The time has come to abandon our animosities and reunite under the banner of God and liberty. Signed, Thomas too. What do you bet? Thomas too? Henry Avery. Looks like our hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that wasn't very gracious of them. Okay, so these guys sparked a full-scale revolt when they claimed the treasure for themselves. Now, they took care of the colonists, but then they had to deal with each other. And I'm guessing things got pretty messy. So, Avery and Two invite them up here to, abandon our animosities. Abandon the animosities. Avery makes a grand toast. For God and liberty! Arg, ahoy, mateys, all that. And they all take a swig. Except these two. And just like that, all the treasure of Libertalia becomes the sole possession of two men. These are some of history's greatest pirates, and they all perished in an instant at this very table. It's incredible. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. So, since our missing hosts aren't here at Two's Manor, we should head over to Avery's. Yeah. Let's go. Tja, da wurden doch ein paar Leute hier vergiftet. Scheinbar, aber ich will nochmal durchzählen. Nicht, dass wir irgendwas vermissen. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Moment, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Wenn ich 9 zähle, es aber 12 sind, dann fehlt doch noch einer. Die 13. Oh, es liegt hier noch irgendwo rum, aber ich zeichne das erstmal auf. There. For posterity. Und dann schauen wir uns das nochmal genau an. Hier steht es ja nochmal. Hier steht Ehre unter Dieben. Und es gibt keine Ehre. So, mal kurz abgezeichnet. Oh, es sind nur zwei. Okay. Ich dachte, er würde jetzt alle abzeichnen. Aber wir gucken nochmal nach. Das ist natürlich auch wieder total Link von den beiden. Das lesen wir auch nochmal. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein. Morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Thomas Tio, so ein Schwachsinn. Lügen. Lügen, Lügen, Lügen. Aber nochmal. Eins. Ich kann nicht erkennen, wer das gewesen sein soll. Hier, also die 1, weiß ich nicht. Kann ich schlecht ausmachen. Die 2 lagen da auf jeden Fall. Ja, für die fixen Leute von euch, die wissen das vielleicht, wer das On-Detail ist. Da hinten ist, glaube ich, Edward England, auf jeden Fall mit dem Kopftuch. Da haben wir entweder einen Baldrige oder den anderen Typen mit den Locken. Weiß ich nicht. Hier haben wir auf jeden Fall auch den Herren mit Hut. Das soll der gute alte Garbage sein. Ja, das sollte er sein. Auch als Toter gut erkennbar, als Skelett besser gesagt. Dann haben wir hier den Mogul-Typen, glaube ich. Und das könnte gut Anne Bonnie. Ja, das ist Anne Bonnie. Die einzige Frau. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich vermisse einen. Eins, ich zähle mal nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun? Warum? Oh, sorry. Steuerung. Wollte rennen, aber hier gibt es was gar nicht. Warum sind das 9? Es fehlt doch einer. Außer die beiden anderen. Avery und Hugh. Und ich glaube nicht, dass es dabei geblieben ist. Dass die bestimmt noch. Oh. Sorry. Aber man sieht mal wieder, das Mobiliar ist bombensicher. Ach. Wir gehen weiter. Das bisschen haben wir ja jetzt herausgefunden. Ich hoffe, man hört übrigens die Straße nicht von draußen. Einfach nicht drauf achten. Und jetzt gehen wir dann doch zum größeren Haus. Okay, hier geht's überhaupt nicht weiter. Zu Averys Anwesen, da wo hey, up here. Slowly. Right behind you. Sam sein müsste und die ganze Party. Und auch der. Wie heißt der denn? Rafe und Be careful. Oh, oh. Ah! Not again. I'm okay. I got it. I'll meet you up top. Ich schaue noch mal kurz, ob es da was gibt. Ich habe vergessen, welcher Knopf das ist. Oh, Gott sei Dank. Den richtigen habe ich dann doch gefunden. Da klettert die Gute. Elena? Okay. Das kleine Sprunghilfe, aber wir kommen hier locker wieder hoch. Das ist gar kein Problem. Alles easy peace. Uah. So. Hey. Hi. Hi again, würde ich sagen. Und das ist. Nate? Ja. That shoreline truck is still there. Yeah, I see it. Keep your eyes peeled, huh? Das letzte Mal haben wir, als wir da waren, haben wir, glaube ich, hier rüber geguckt. Und hier ist dann Sam eingestiegen. Wow. Darüber gesprungen kommen wir auf jeden Fall nicht.
Um keinsten Preis. Um keinsten Preis. Ne, da müssen wir außen rum. Oder durchs Gebäude. Was haben wir hier? Kanonen und ein Schatz. More cannons, just like a Two's mansion. I guess the poison is mightier than the cannon. What? You know, because he ended up poisoning... Yeah, it was bad. Sorry? Yeah, pretty bad. Wollte sie so einen Spruch machen, wie die Feder ist stärker als das Schwert? Hat nicht ganz so gezogen. Egal, dafür haben wir einen Schatz. Einen lustigen Elefanten. Bemalte Mogul-Elefant. Schaut ihn euch an. Er ist so lustig. Vor allem, er spiegelt Aff. Sag mal, das ist doch Madagaskar, oder nicht? Haben die da ein Bild reingemacht? Dann ist das echt cool, irgendwie. Es sei denn, er spiegelt das, weiß ich nicht. Aber es kann ja auch sein, dass das so eine Glaskugel ist, wo so ein Bild eingelassen ist. Wäre ja auch möglich, aber keine Ahnung. Vielleicht ist das auch nicht so. Egal. Wir gehen jetzt hier in dieses leckere Flüsschen and rein. We are officially inside Henry Avery's house. Finally. Wir kommen rein durch die Küche. Was gibt's hier Leckeres? Ganz viele alte Töpfe und Pfannen. Da ist auch irgendwas noch aus Messing, glaube ich, oder Bronze. Ich weiß nicht, ob das benutzt wurde als Kochutensilien. Aus welchem Metall? Vielleicht Kupfer? Um ehrlich zu sein, ich sehe es auch schlecht. Um es richtig einzuschätzen. Ich bin auch kein Kenner, was das angeht. Aber was würdet ihr meinen? Messing, Bronze, Kupfer? So. Geh hier bitte dran vorbei. Guck in den Müll, ob hier noch was ist. Hier ist nichts. Und dann gehen wir weiter hoch. Also hier müssten wir definitiv früher oder später auf Shoreliner treffen. Na, sorry. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht da rüberspringen, geht aber leider nicht. Aber da hinten ist auch nichts, von da passt das schon. Word of the day, ostentatious. So why didn't he kill Thomas too? Was he like his right-hand man? Yeah, that's exactly what he was. Can you imagine taking orders from a paranoid psychopath? This sounds like my first job. What, the producer on your TV show? No, my manager from Macho Nacho. You worked at a Macho Nacho? It was a high school job. Did you wear one of those hats? The point is, my boss was a paranoid psychopath. He was the manager at a Macho Nacho. Just watch it, okay? Ich kenne diese Kette nicht. Deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Da unten ist die Küche. Hier waren wir schon mal. Wir untersuchen natürlich das Interieur, indem wir es leicht mit unserer Hand touchieren. Alles umschlagen und werfen. Hier ist wieder dieser Vogel, den haben wir auch schon eingesammelt oder gesehen. Zumindest auch wenn nicht eingesammelt. Ist immer interessant, sich das hier anzugucken. Das ist kein Flügel, das ist ein, wie heißt es, ein Cembalo. Glaube ich. Was hat er denn da jetzt angespielt? Kannst du auch, Elena? Spielst du? Kannst du? Machst du? Bitte? Schade. Und die Harfe ist natürlich auch sehr cool. Mighty verstimmt hört sie sich an. Mighty verstimmt. So ziemlich. Wir könnten Duett spielen. Du an der Harfe und ich am Cembalo, wenn es ein Cembalo ist. Ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber es ist auf jeden Fall kein normaler Flügel. Sieht man ja auch, der ist viel zu schmal. Da haben wir noch ein selbstverliebtes Bild von Mr. Avery. Für die Leute, die nicht wissen, wie er genau aussieht. So sieht er ungefähr aus, scheinbar. Wir können hier keine Möbel umspringen, geht auch nicht. Was das Einzige, was wir machen können, ist jetzt hier wieder runter zu gehen. Look, Shoreline barricaded the front door. And left a bunch of muddy footprints behind. Ja. Let's see where they went. Das sieht so ziemlich aus, als ob man sich dahinter in Deckung begeben muss. Deswegen vorsichtig. Hello.
habe so das Gefühl, dass wir bald zu einem nächsten Schieß dich ein uns begeben. So, where are the shoreline guys? I know, right? I expected to see someone by now. Yeah, it's like they all up and vanished. You don't suppose they're pirate ghosts? Oh doch, das wäre cool. Even joke about that. Geisterpiraten wären ja sowas von cool. Um ganz ehrlich zu sein, das wäre ja echt hammermäßig. Ich erwarte ja die ganze Zeit auf so eine übernatürliche, also auf so ein übernatürliches Element. So irgendwas, keine Ahnung. So wie im ersten Teil, das hat die Leute wahnsinnig gemacht. Oder noch am besten auch verwandelt in irgendwelche krassen Zombie-Piraten oder so. Das wäre übelst cool. Übelst cool. Das wäre voll krass und so. Auf jeden Fall wäre es sehr, sehr interessant. Oh, wir haben hier noch was. Hey, here we go. Ja, wer? Und die müssen ja echt davor in krassem Dreck rumgelaufen sein. Wir nehmen uns natürlich so viel Pistolenmunition mit, wie wir können. Die sind da lang gegangen. Das heißt, wir gucken uns erstmal was anderes an. Diese Statue sieht auch verdächtig aus. Hier haben wir noch ein Gemälde von irgendeinem Typen. Keine Ahnung, wie das sein soll. Over here. Ja, ich weiß. Brauchst du mir nicht zu sagen. Ich schaue mich nur gerade hier um. Will hier noch was finden? Nein. Unsere Fäuste aus Stahl können hier auch nichts erbringen. Ach, die gehen in zwei Richtungen. Da gehen Füße rein. Da gehen Füße rein. Okay, die Statuen stehen aber trotzdem in beide Richtungen. Hey, come on over. Hier rüber. Au, ah, verdammt. Ne, wir gehen noch nicht durch diese Tür, Han. Das würde das Spiel ein bisschen zu, für mich zu sehr vorantreiben. Wir schauen uns erstmal hier um. Oh, okay. Entschuldigung. Da ging es ja einfach so durch. Habe ich gar nicht so gemerkt. Okay, hier ist noch so ein Pulk. Sonst gab es hier nichts. Also keine Tür. Nee, gab es nicht. Es ging nur noch weiter nach oben. Wir gehen erstmal nochmal weiter nach oben. Ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, hier was zu finden. Aber es ist auf jeden Fall sehr viele Stockwerke. Also das Ganze hier. Wahrscheinlich kommen hier auch überall Gegner raus. Oh, hier wird es so einen hässlichen, langen Kampf geben. Hier habe ich das Gefühl. Hier müssen wir echt viel herumspringen, ausweichen, verstecken, in Deckung gehen, Handgranaten werfen und so weiter und so fort. So kommt es mir zumindest momentan vor. Und es wird sicherlich nicht leicht. Ganz und gar nicht. Aber wenn wir uns oben aufhalten, vielleicht ist das eine gute Idee. Weil wir oben... Ich habe mir gerade voll das Mikrofon in die Fresse geschlagen. Vielleicht habt ihr es gehört. Da will man sich so ein bisschen an der Nase kratzen und dann... bam, voll in die Fresse. So, wir haben aber auch hier ein... Ah, schon wieder. Können wir bitte nach hinten springen? Er macht es einfach nicht. Lass los! Verflucht nochmal! Das ist doch... Schlimm ist das. Egal. In der nächsten Folge geht's weiter, ohne mit Mikrofon in die Fresse sich zu schlagen. Dann schauen wir mal, was dort hinten ist, weil hier gab's nichts mehr. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Cheerio und... Passt auf, dass ihr euch ein Mikrofon nicht in die Fresse schlagt. So, bis dann. Bye, bye.